In diesem Video zeige ich euch mein komplettes Setup, alles was ich benutze für YouTube-Videos und meine Marketingagentur. In diesem Zimmer baue ich gerade mein eigenes Business auf und ich habe mein Setup komplett darauf spezialisiert, eben YouTube-Videos zu drehen und für meine Marketingagentur zu arbeiten. Wer früher meine Videos mal geschaut hat, kann dieses Zimmer vielleicht wiedererkennen. Nämlich ist es genau das Zimmer, wo ich auch, ich glaube so 15 Jahre gelebt habe. Genau hier habe ich auch angefangen mit YouTube. Hier habe ich mein ersten YouTube-Video gedreht und auch jahrelang hatte ich mein Setup hier gehabt. Hier hatte ich auch gestreamt, Fortnite, Minecraft. Jedenfalls, die letzten 2,5 Jahre habe ich in Amerika gelebt und jetzt bin ich wieder hier hingezogen nach Deutschland. Und ja, das ist gerade ein Zimmer in dem Hause von meinen Eltern. Ich bin mir noch nicht sicher, wo es danach hingeht. Jedenfalls ist dies das Zimmer, wo ich jetzt meine Marketingagentur eben richtig aufbauen werde. Genauso auch diesen YouTube-Kanal hier. Und wir legen jetzt direkt mal los mit einer der wichtigsten Wände für meine YouTube-Videos und auch für meine Marketingagentur, wenn ich Videocalls habe. Diese Wand als Hintergrund. Deswegen habe ich die hier gut eingerichtet. Also auf dieser Wand war früher hier mein Bett, wer sich daran erinnern kann. Hier habe ich wirklich 15 Jahre drin gelebt, geschlafen. In diesem Zimmer erstmal richtig viele Pflanzen, weil Pflanzen geben so einen mega natürlichen und so einen Wohlfühleffekt. Deswegen habe ich auf jeden Fall viel Grün dabei. Ich muss dazu aber auch sagen, es ist hier nicht alles echt. Wir haben hier eine echte Topfpflanze. Dann habe ich hier direkt über mir, das hier ist glaube ich so ein Fake Efeu. Dann habe ich noch ein paar kleine Ikea-Pflanzen. Im Zimmer haben wir hier noch einen Bonsai. Und ja, da habe ich noch einen Kaktus stehen. Auf meinem PC kommen wir auch noch gleich zu. Um mein ganzes Equipment hier zu verschauen, habe ich hier ein Ikea-Regal. Ganz simpel, habe ich hier auf die Seite gedreht. Oben seht ihr, dass ich da ganz viele Nanoleaks auf jeden Fall drauf habe. Erstmal habe ich gedacht, ja, ich wollte die noch nicht auf die Wand kleben, weil wie gesagt, ich bin mir unsicher, wie lange ich hier bleibe. Und dann ist mir diese Idee aufgefallen, einfach mal auf dem Regal drauf zu legen. Und ich finde, es sieht wirklich, wirklich nice aus. Und ich habe da noch einige, die ich noch nicht benutze. Deswegen muss ich noch schauen, ob ich für die auch noch Verwendung finde. Schreibt natürlich gerne mal in die Kommentare an der Stelle, wo ich diese Nanoleaves noch aufhängen könnte. Aber diese Nanoleaves auf dem Regal, ich finde, das sieht richtig, richtig nice aus und ich verwende es trotzdem immer noch, um meine Sachen abzustellen. Über dem Regal habe ich hier auf jeden Fall noch ein Bild hängen. Das habe ich jetzt aus dem Keller rausgeholt. Kunst finde ich auf jeden Fall nice. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das irgendeinen Wert hat. Auf jeden Fall auf dem Regal in der Mitte habe ich meine kleine, aber feine Uhrenkollektion. Gerade hier in dieser Box habe ich 7 Uhren. Ich trage auch noch eine Uhr und ich bin einfach mega der Uhrenfanatiker geworden. Ich finde einfach dieses Laufwerk, diese Mechanik da drin, einfach faszinierend. Es gibt so einen guten Look und dazu ist es natürlich auch sehr praktisch. Also falls jemand von euch für Uhren sich interessiert, ich habe hier jedenfalls 2 Tissots drin. Dann habe ich eine von Michael Kors, eine einfach auf Amazon bestellt, eine Seiko, die japanische Marke. Meine ein und einzige Vintage-Uhr, nämlich das eine Omega Constellation aus dem Jahre 1970 und die ist auch in einem sehr guten Zustand. Und darunter habe ich die Norcane Freedom 60, eine der neueren Uhrenmarken in der Schweiz. Und diese Uhr ist auch die wertvollste, die ich habe. Ansonsten, hier auf dem Regal habe ich noch meine Zweitkamera. Das ist die EOS 77D mit einem Canon-Objektiv 10 bis 18 mm. Und hier auf dem Regal habe ich noch die, ja, ich sag jetzt mal Drittkamera. Die benutze ich derzeit gar nicht mehr. Also das ist hier die Canon G7X. Ist auch mega cool zum Vloggen. Und so zeige ich euch auch die Kamera, wodurch ihr gerade auch schaut. Nämlich ist das die Canon EOS R. Auf der Canon EOS R habe ich die Sigma 20 mm mit einer 1.4 Schärfe, ein super Weitwinkelobjektiv und als Mikrofon benutze ich hier das DJI Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich scharf bin, Digga. Und als Belichtung hier dieses Licht, das mich gerade anstrahlt, das ist eine Softbox von Nua. Ich habe mir dazu eine extra kleine geholt, weil dieses Zimmer, vielleicht sieht es auf der Kamera etwas größer aus, als es ist. Jedenfalls ist dieses Zimmer wirklich nicht groß. Ich glaube 3,5 mal 4 Meter oder sowas. Deswegen brauche ich da auf jeden Fall ein Weitwinkelobjektiv, um hier aufzunehmen. Und ja, es bilden sich noch einige Probleme. Davon zeige ich euch auch gleich, was ich meine. Und ja, als letztes an der Wand hier habe ich ein Bücherregal stehen. Und der Bücherregal ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Einfach so als Hintergrund, damit es nicht so leer ist. Ich bin nicht so der geborene Leser, wenn man so sagen kann. Also ich habe nie wirklich viel in meiner Kindheit gelesen. Aber Bücherregal ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man sich im Leben verbessern möchte. Eines der besten Wege, um eben weiter zu lernen. Hier steht noch ein Schreibtisch neben meinem Hauptschreibtisch und dieser ist auf Rollen. Nämlich immer, wenn ich ein Video aufnehme, mag ich es in den Voice-Over-Shots so einen Schreibtisch zu haben, wo ich mich drauf lehne. Ich kenne das aus den Videos aus Ali Abdal und Iman Gazi, falls ihr die kennt. Und das gibt so einen komfortablen Look einfach. Und um das so zu benutzen, habe ich natürlich ein Stativ. Dann stelle ich das Mikrofon, was ich immer für meinen PC benutze, hier auf diesen extra Schreibtisch. Hier ist eine Whiteboard für meine Videoideen. Für die nächsten 15 Wochen habe ich auf jeden Fall total vorgeplant.
Und jetzt kommen wir hier zum Setup. Ich habe hier nochmal die Rollladen hochgemacht. Bei mir ist eigentlich aufgefallen, dass man hier kaum was sehen kann. Ja gut, es sieht nice aus, paar Bäume und ja, es gibt Sicht. Als erstes mal mein Setup habe ich jetzt nicht als Gaming-Setup vorgelegt. Also es kann schon ab und zu mal passieren, dass ich ein Videospiel zocke. Ist jetzt nicht so, dass ich nie zocke. Aber dieses Setup ist eben dafür ausgelegt, dass ich jetzt hier mein Business starte, meine YouTube-Videos mache. Und das war es eben auch, um eben gut produktiv zu sein und gut arbeiten zu können. Und darauf ist eben alles ausgelegt, produktiv zu sein. Also was habe ich als Stuhl? Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, weil ich weiß nicht, woher der Stuhl kommt. Der ist schon sehr, sehr alt. Den hatten meine Eltern schon jahrelang. Also es kann schon sein, dass dieser Stuhl genauso alt ist wie ich. Aber er ist definitiv noch sehr bequem und die Qualität von dem ist sehr, sehr gut. Ja, was habe ich denn hier neben meinem Setup? Auf jeden Fall als erstes eine Wasserflasche. An alle, die mehr als eine Stunde vorm PC sitzen am Tag. Es ist auf jeden Fall ein großer Muss, immer Wasser am Setup zu haben, weil hier habe ich einfach einen Liter drin und dann kann ich auch tracken, wie viel ich trinke und ob ich eben genug trinke. Als nächstes hier auf meinem Schreibtisch habe ich hier meine To-Do-Liste. Jedenfalls schreibe ich hier mir immer am Abend zuvor immer auf, was ich am nächsten Tag immer mache. Das macht das Produktivsein so viel einfacher, weil man sitzt dann nicht und dann denkt man nicht, jo, was muss ich gerade machen oder was kann ich machen, sondern man hat eine direkte Liste, die kann man so wie eine Checkliste einfach durchgehen und gucken einfach, was man machen muss. Und dadurch arbeite ich safe mindestens doppelt so gut. Und dazu auch ein kleines Tagebuch. Hier schreibe ich abends immer meine Tagebucheinträge. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag eine Seite schreibe. Also für mich ist es schon gut, wenn ich einfach jeden Tag einen Satz schreibe, was so passiert ist und wie es mir geht. Hier, wo ich angefangen habe, bin ich zum Beispiel jetzt nach Boston umgezogen und ja, viele Erinnerungen sind da drin und es ist auch besser, als nur Bilder zu haben, weil in den Bildern sieht man vielleicht, wie es aussah, aber hier sieht man, wie es mir so innerlich ging und wie ich mich dabei gefühlt habe und so. Und glaub mir, das macht einen riesen Unterschied. Als letztes Gadget an der Seite von meinem Schreibtisch habe ich hier meine Blaulichtbrille. Die funktioniert wirklich, wirklich krass gut, kann ich hier so als Beispiel zeigen. Und die ziehe ich eben abends immer an, also immer nach dem Abendessen, immer 2-3 Stunden vor dem Schlafen gehen. Und dazu kann man eben besser einschlafen. Das blaue Licht blendet dann nicht mehr so. Ich werde außerdem versuchen, alles zu verlinken, also alle Gadgets, zum Beispiel hier diese Brille. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Setup. Nämlich habe ich doch noch einiges verändert aus den letzten Gaming-Setup-Videos. Also ich würde jetzt so schätzen, die Hälfte habe ich verändert, wie vor so 3 Jahren. Als erstes zum PC. Dieser PC war wirklich das Schwierigste, was ich jemals aufgebaut habe. Nämlich nicht von Grund auf, sondern den PC aus Amerika nach Deutschland zu nehmen. Da gingen mir einige Teile kaputt und ich wusste nicht, was kaputt war. Deswegen habe ich mir den halben PC nochmal nachgekauft. Jetzt habe ich das Li & Li Snow White als Case und dann habe ich eine RTX 4060 Grafikkarte. Ansonsten im PC ist der Ryzen 9 5900X. Dann habe ich eine Corsair Wasserkühlung, Corsair Lüfter, Corsair Vengeance 32 GB RAM Sticks mit LED natürlich und ein B550M Motherboard. Und das Ganze wird gepowert durch das Seasonic Focus 650 Watt Power Supply. Jedenfalls, ich hatte hier einen Monat lang dran gesessen, um diesen PC wieder aufzubauen. Und es hat so häufig nicht funktioniert und es war so frustrierend. Aber jetzt läuft er wieder und er sieht gut aus. Ja, es ist mehr, als ich wirklich brauche, also zum Arbeiten und für YouTube-Videos. Mit diesem PC kann man jedes Computerspiel spielen. Und es sieht definitiv, definitiv cool aus. Als Peripherie habe ich hier eine Tastatur von Corsair. Nämlich ist das eine 60% Tastatur und darauf habe ich White Keycaps draufgetan. Dann leuchtet das Ganze richtig auf. Bei mir fehlen da eben die Umlautknöpfe. F1, F2, das Numlock, die Arrow Keys. Ich selber komme drauf klar mit dem 60%, aber ich kann auch verstehen, wer nicht drauf klarkommt. Ich habe noch eine weitere Tastatur im Schrank, falls ich die mal brauche. Aber jedenfalls, ich schreibe jetzt nicht so viel in Deutsch und die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und sieht auch sehr, sehr clean aus. Dazu als Maus benutze ich hier die MX Master 3S. Ist eine Wireless-Maus, ist sehr gemütlich in der Hand und für Arbeit benutze ich die immer. Aber ich habe auch eine Ersatzmaus, falls diese Maus mal keinen Akku hat. Nämlich ist das hier von Corsair eine Gaming-Maus Ultralights. Ich glaube, die war so 20 Euro auf Amazon. Und falls ich mal ein Computerspiel zocke, dann nutze ich auch die Maus natürlich. Ansonsten habe ich hier noch Lautsprecher von Logitech in White, damit es hier zum Schreibtisch und PC und den Keycaps passt. Nichts allzu Besonderes. Dann noch eine BenQ Screenbar für Belichtung des Schreibtisches. Die hatte ich außerdem früher zugesendet bekommen. Ich bin mir unsicher, ob ich die wirklich so empfehlen kann, weil die ist extrem teuer. Also für den Preis lohnt es sich da vielleicht nicht. Als Webcam benutze ich hier die Logitech 1080p Webcam. Ist extrem, extrem wichtig für alle Videocalls natürlich. Und die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stabil. Für Monitore habe ich 2 von Asus. Nämlich der Hauptmonitor, das wird jetzt wahrscheinlich ein oder anderen überraschen. Das ist nur ein 24 Zoll und 75 Hertz Monitor.
Monitor. Also jetzt nicht wirklich eine hohe Refresh Rate, also für Gaming ist es nicht wirklich geeignet. Aber wie gesagt, dieses Setup ist auf Produktivität ausgelegt und jetzt nicht für Gaming. Als zweiten Monitor habe ich auf Hochkant drauf gestellt. Ich finde Hochkant richtig, richtig nice. Benutze ich so schon seit Jahren. Nämlich ist das auch einer von Asus. Ich meine, der hätte 144 Hertz und diesen habe ich eben jetzt als zweiten Monitor eingestellt. Dazu habe ich noch hier ein Mikrofon hinter dem Monitor. Nämlich ist das Shure SM7B Mikrofon. Das benutzen natürlich viele YouTuber, Podcaster, Streamer. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ein extrem hochwertiges Mikrofon. Und dazu benutze ich ein Focusrite Mischpult und ein Cloudifier, damit man dieses gute Mikrofon überhaupt dann richtig benutzen kann. Also meinen PC halte ich auf jeden Fall mal sehr, sehr clean. Ich habe hier, glaube ich, nur ein oder zwei Videospiele als Apps drin. Startbildschirm halte ich immer komplett clean. Apropos clean zum Cable Management, das ist jetzt nicht so clean. Also für Cable Management habe ich eigentlich überhaupt gar nichts gemacht. Ich habe einfach die Kabel einfach hinter dem PC gelegt. Das jüngere Ich wäre ausgerastet und hätte gesagt, ja, kannst du die Kabel nicht richtig verlegen oder zusammenbinden oder in eine Kabelbox tun. Hier unten hinter meinem Schreibtisch fliegen die auch nur noch rum. Aber Freunde, heutzutage ist mir das wirklich nicht so wichtig. Wenn es mich jetzt bei der Arbeit nicht stört, dann lasse ich es auch so. Ansonsten ist das hier einfach mein Setup, womit ich die nächsten Wochen und Monate meine Marketingagentur sowie auch hier die YouTube-Videos drehen werde. Und wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten wollt, mein Business durchzustarten, lasst ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao.